Ja, jetzt läuft wieder alles, hoffentlich. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir machen weiter mit der nächsten Aufgabe. Wir sind auf jetzt Level 17. Du gehst ein bisschen in die Offensive. Und du gehst ebenfalls auch mal in die Offensive. Schal mit Hauswappen. Schal ist bei der anderen. Ich nehme natürlich raus wieder. So. Gut, wir sollen mit Sebastian schon ein bisschen quatschen. Ich frage mich, also bei Sebastian, glaube ich, kriegen wir auch die Unverzeihlichen, aber ich weiß nicht welche. So, Flurflamme, große Halle. Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Das ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Kriegen wir sie jetzt, oder was? Ich gebe nicht auf. Ich will mit dir quatschen, Sebastian. Jetzt. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Skriptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Mich interessiert das aber. Die dunklen Künste wecken meine Neugier. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Du kannst es mir doch sagen. Ich werde darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut. Aber das bleibt unter uns. Natürlich. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Ja. Crucio, richtig? Der Cruciatus-Fluch. Genau. Auch Folterfluch genannt. Er fügt dem Opfer unerträgliche Schmerzen zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Na, die keine Wahl. Wie entsetzlich. Armer Ominous. Er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir. Und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. So, und jetzt? Es scheint Halloween zu sein. Ja, es gibt einen fortlaufenden Dark Dark Rhythmus. Hallo, liebe Schüler, ich bin euer Schulleiter. Entschuldigung, dass ich mich gerade mal noch ein bisschen umgucke hier. Heulepult. Nummer 13. Was ich eigentlich gerade suche, ist der geheime Raum. Damals beim Trimagischen Turnier. Aber der müsste eigentlich hier hinter gewesen sein. Aber der hier oder auf der anderen Seite? Ist das hier nicht der Slytherin-Tisch? Doch, ein. Warte mal, wo sind das komische Viechchen da?
Tadam. Eine weitere Ausmarke. Was ist denn hier? Rollerei? Frage? Ich würde mich schon gerade mal ganz kurz teilweise ein bisschen umgucken, aber ich will eigentlich die Quest machen. Hier ist auch für Truhe. Hallo Homora. Oh, eine Schuppel. Wir haben ja Alumora 2 mittlerweile. So, dann öffnen wir mal das ganze Ding mal. Und bekommen einen braunen Palmettenschal. Was auch immer das ist. Und eine weitere Anfußseite. Nummer 14 von 15. Fehlt nur noch einer. Dann hätten wir zumindest so ein Hogwarts. Alle. Nein, nicht Quatsch. Wir haben nicht alle, sondern die für die Herausforderung. Und die haben wir hiermit fertig. Ich habe eine Herausforderung abgeschlossen. Was ist das denn? Was ist das jetzt schon wieder hier? Jetzt fehlt ja nur das. Hä? Also klar. Ach, hier ist das zweite. Oh, alles klar. Da machen wir die Tür kurz noch auf, dann machen wir nämlich weiter. Oder haben wir die Quest überhaupt noch weiter? Es war ja was mit den Blutlinien. Aber das steht ja nirgendwo. Ich hoffe, das ist eine Hundekatze. Und ich muss noch, ich hoffe, teste das Donnergebräu. Also ich muss Donnergebräu testen, mich hoffen und testen und dann krieg ich die Finde. Also das ist jetzt eigentlich nicht das Problem. Aber ich guck gerade. Wir haben keine Möglichkeit. Willst du best schon wieder mal? Also hat er sich jetzt einfach verzieht und ist Tümmer durch. Na gut, okay. Dann halt nicht. So, wir rechnen mal ganz kurz. Also unten links ist die 0 und unten rechts die 9. Das ist klar. 7 plus 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 und 9 sind 16. Das heißt 8. Das heißt, die 1 muss, also eine Dings muss die Spinne sein. So, die haben wir. 11 und plus Walross 0. Da sind 3. 0, 1, 2, 3. Also diese dreiköpfige Hydra. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt wieder. Neue Umgang. Ich habe nur gerade stumm gehört. Ich fühlte mich gerade so ein bisschen in der Kammer des Schreckens und so. Gut. Ja, da der gute Sebastian sich gerade mal so ein bisschen verziehen, verpieselt hat. Lumos.
In Zentrum. Müssen wir ein bisschen umdisponieren. Haben wir noch was Kleines? Oder muss ich jetzt was Großes machen? Ah, wir versuchen mal, wir machen was anderes. Ich hüpfe mal ganz kurz eben nach Hogsmeade. Wir holen uns die zwei Tränke, weil ich die Kohle dafür habe. So, wir brauchen die Tränke Unsichtbarkeit und was hat er aber gesagt? Ah, ich hatte so Bock gerade auf diesen. Also der hat schon von Crucio gelabert, ja. Aber ich hätte gerne den Flug gehabt. Ich will ja mal irgendwann mal anfangen, diesen Unverzeihlich. Ich will die auch immer mal einsetzen. Ich will euch die auch immer mal zeigen. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen kann. Revelio. Hallo, der Anbus heute. Nummer 6 von 8. Ja. Wie kann ich heute behilflich sein? Was habe ich ja gesagt? Unsichtbarkeit und Donnergebräu. Ja, ich muss mir die 300 noch sparen, dann könnte ich mir das Donnergebräu kaufen. Die Unsichtbarkeitsgetrag kann ich ja. Warte mal, müssen wir was machen. Katze, Mann. Nein. So, warte, wir machen das Thema Donnergebräu kaufen. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Und eigentlich müssten wir jetzt noch die 500 zusammenkriegen mit dem Fokustrank. Legendär, hervorragend. Ich könnte natürlich sagen, scheiß drauf, ich verkaufe die Dinger. Also die zwei Legendären würden mir die Kohle zusammenbringen. Das können wir rausnehmen, das brauchen wir nicht. Weil wir müssen mal ausrüsten. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bring ein bisschen was für die Offensive. Halsbekleidung nehmen wir mal raus. Ich habe jetzt gerade nicht ernsthaft mein Dings verkauft, oder? Scheiße, hoffentlich nicht, ey. Ich befürchte immer.
Nee, habe ich nicht. Ich war nur gerade ein bisschen... Oh, ich war gerade besorgt, ey. Aber den kannst du ja eh nicht verkaufen. Du musst ja... Das Outfit ist ja nur das Outfit. Theoretisch müsste ich jetzt natürlich in das Dings rein. Den kann ich verkaufen, den keltischen Umhang. Wie kann ich heute behilflich sein? Die Dinger kann ich verkaufen, verticken. Rapolita Zylinder. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, ja, theoretisch. Warte. Wir machen was. Wir kaufen uns den Trank. Dann habe ich nämlich die Mission auch fertig, soweit. So. Und den nehmen wir natürlich komplett raus. Wie kann ich heute behilflich sein? So, jetzt sind wir bei 450. Und ich kann nicht die dunkle Mitte verkaufen noch und dann habe ich die 500 zusammen. Und dann können wir nämlich uns den, brauchen wir den nicht braun? Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Und holen uns den. Und hätten damit den Unmissbarkeitstrank und den Feuer, den Linkstrank. Und damit hätten wir die Mission tatsächlich einmal fertig. Die mir so. Ne? So, Aufträge gucken, was wir machen könnten. Das wäre die. Ah, Beschäftigte teste ein Donnergebräu gegen Gegner. Und dafür kriegen wir die Findo für Professor Sharps Aufgabe 2. Dazu müssen wir jetzt mal einen Gegner finden. Was eigentlich nicht das größte Problem ist. Das eine ist ja nur testen, das andere muss ich ja gegen Gegner testen. So. Dann machen wir das doch mal. Dann machen wir die Mission. Dann ist es jetzt so. Na? Warte mal. Was hat er gerade gesagt? Den Unsichtbarkeitstrank. Den müssen wir jetzt haben. Maxima, Eidoros, Inomaso. Unsichtbarkeitstrank. Getestet. Und den einen müssen wir. Und den anderen müssen wir jetzt testen. Das Donnergebräu müssen wir jetzt testen. Können Gegner dabei sind. Oh, warte mal, das ist eine Aufgabe. Das allerdings ist die. Gut, das Jacke. Ein Demigeist. Theoretisch ja, aber warte mal, ich habe jetzt gerade nicht gesehen, wo die Dings ist. Die. Sind das wäre nämlich Stufe 2. Scheiße. Reveille. So, jetzt haben wir noch eine. Wie viel haben wir denn überhaupt in Handbuchseiten 9855? Okay. Mir fehlt noch eine Demigeist. Das ist lustig, es wird gerade dunkel. Und wir sind, glaube ich, in der Nähe von dem Haus. Und da könnten wir Hogsmeade abschließen. Du gehörst alle Humore. Guck mal, ich mache schon wieder Dinge, die ich eigentlich nicht machen wollte. Sogar, glaube ich, warten.
Oder steht die oben? Lugos. Da stehst du. Ich sehe schon. Aber das ist also ruhig, warte, bis es dunkel wird. Ich sag ja, ich mache schon wieder Dinge, die ich nicht machen will. Wir müssen jetzt das Sondergebräu sogar noch gegen Gegner finden. So, Nummer 1. Wir brauchen 13 noch. Nein, theoretisch, dann hack's mit. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir mal Gegner finden. Das Blöde ist, dass ich tatsächlich nicht fliegen kann. Was soll ich nur ohne sie tun? Oh, keine Ahnung. Kann ich hier raus? Nein, kann ich natürlich nicht. Wie gesagt, wir brauchen nur Gegner. Dann habe ich die Aufgabe. Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Nur noch 100 Meters. Warte mal. Ich muss jetzt gucken. Da sind Gegners. Wo sind Gegners? Da unten irgendwo. Lass mich raten. Verpiss dich bei hier. Wie soll man zu Professor Sharp zurück? Ich glaube, das war vielleicht gar nicht so eine doofe Idee, eine schlaue Idee. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Karte von Hogwarts, wie auch immer. Ich will schon schmeißen. So, jetzt gucke ich gerade, ob ich hier irgendwo noch eine Dings finde. Da ist eine Flurflamme. Hast du ein Mittum? Machen wir das doch. Ja, wie gesagt, sitzt mir gerade ein bisschen nahe, dass ich gerade ein bisschen andere Aufgaben nebenbei mache. Ja, warte mal. Ach Gott, ich wollte nicht den Astronomieturm, ich wollte eigentlich hier die Aufgabe von dem Typen da machen. Warte mal, Aufträge. Das wollte ich eigentlich gemacht haben. Ich habe die falsche Aufgabe angewählt. So, ich kann gucken, wo der ist. Warte mal, wo ist denn der Typ überhaupt? Das war ich jetzt hier, mich irgendwelche 3 Tage totlaber. Okay, gut. Wo ist der Typ jetzt hin? Wo muss ich da jetzt hin? Ich will zu Professor Sharp zurück. Warum nimmst du die immer raus, wenn ich reise? Ja, hallo. Eine Prise Fledermausmilchpulver vielleicht. So, da müssen wir hin. Hey, Schappi, haltes Haus, da bin ich. Haben Sie die Aufgaben erledigt? Ja. Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Er weiß schon wieder. Ja, Sir, natürlich.
Gut. Normalerweise kümmert mich das nicht, aber bei Ihnen möchte ich sicher gehen, dass Sie gut vorbereitet sind. Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Gut. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Zauberstab bereit machen. Alles klar. Konzentration. Defindo kann gefährlich sein, wenn Sie nicht aufpassen. Gelernt. Sehr gut. Es scheint, als hätten Sie Defindo im Griff. Ich möchte Sie noch mal anhalten, hier im Klassenzimmer zu üben. Um Ihrer selbst und aller anderen willen. So, Aufgabe abgeschlossen. Professor Sharps Aufgabe 2. So, und hier ist irgendwo noch eine Revelio-Seite. Ich muss gerade gucken, da ist sie nämlich. Und die nehmen wir mal glatt mit. Und schließen. So, oh, Aurorenabzeichen. So, haben wir noch eine Aufgabe für ihn oder was? Oder ist es jetzt Thema? Nö, ist eigentlich abgeschlossen. Gut, dann machen wir in der nächsten Folge mal wieder eine Hauptmission. Und dann würde ich sagen, gehen wir dann mal in den Astronomieunterricht. Und das sehen wir uns dann in der nächsten Episode an bei Hogwarts Legacy.